2021 war für die Musikszene überall ein schwieriges Jahr. Auch die 18. Bundesbegegnung Jugend Jazz konnte Corona-bedingt nicht wie geplant in Lübeck stattfinden und musste ins Jahr 2022 verschoben werden. Nichts tun war und ist aber keine Option. So hatten wir eine abenteuerliche Idee. Wenn die Jazz-Kombos aus den Bundesländern nicht nach Lübeck kommen können, kommt Lübeck halt zu den Bands. Und mit jedem einzelnen Kilometer wurde die Autobahn unser Zuhause. Das Abenteuer beginnt. Sachsen-Anhalt und Jazz? Wer hätte gedacht, dass wir fernab größerer Städte in der malerisch gelegenen mittelalterlichen Klosteranlage Michaelstein vier so enthusiastischen und virtuosen Vollblut-Jazzern begegnen würden? Unsere spannende Republiktour mit dem Jazz-Truck zu den Aufnahmesessions mit den Landespreisträgern von Jugend Jazz hält immer wieder Überraschungen für uns bereit. Die Überraschungen in Sachsen-Anhalt heißen Joel, Konrad, Lorenz und Lukas. Hallo, liebe Freunde der Jazzmusik. Gerade eben noch in Leipzig, schon sind wir im schönen Kloster Michaelstein hier im Harz. Wir, das sind das Team der Kulturakademie, der Vorwerker Diakonie und des Deutschen Musikrates. Natürlich nicht fehlen und wieder mit dabei ist unser schöner Bundesjugend-Jazz-Truck. Ganz genau. Super ausgelassene Stimmung, super motiviertes Team hier für unsere Künstler vor Ort an einer super coolen Location. Was will man mehr? Genau. Ich würde einfach sagen, Intro ab. Thank you.
Thank you.
Jede gute Musik hat ein Ende und so auch die Performance von Joel, Konrad, Lorenz und Lukas. Was die vier zum Jazz geführt hat, welche Pläne sie in Zukunft haben und was die vier am Musikmachen begeistert, hört ihr gleich im Interview. Aber vorher nicht vergessen, ein Klick für den Daumen, ein Klick für die Glocke und ein Klick fürs Abo. Hi, wir sind Cactus in a Garage, wir kommen aus Sachsen-Anhalt und ich bin Joel, ich spiele Gitarre und meine Lieblingsfarbe ist ein dunkles Orange. Ich bin Lukas, ich spiele Schlagzeug und ich mag Dreierverschieber. Ich bin Lorenz, ich spiele Saxophon und Querflöte und mein Lieblings-Formel-1-Rennen ist der Monaco Grand Prix von 1998. Ich bin Konrad, ich spiele Hammond-Orgel und mein Lieblingsvogel ist der Zaunkönig. Wir kennen uns seit 2 Jahren alle. Wir spielen im Jugendjazzorchester Sachsen-Anhalt. Wir spielen eigentlich ein recht buntes Programm. Ja, das Besondere ist dabei, dass wir eine Hammond-Orgel haben. Man hat auch irgendwie Bock, dass es einen intellektuell abholt oder so. Ich denke, wir sind alle vier schuldig dessen, dass ab und zu auch Frickelkram uns ganz schön abholt. So. Und das ist, kommt natürlich viel von hier oben, aber es ist wichtig, dass der Körperbereich halt genauso dabei ist. Und ohne das geht's nicht, ohne das auf jeden Fall. Deswegen Priorität auf jeden Fall, Bauch über Kopf. Wir finden auf jeden Fall, das Wichtigste ist, Spaß an der Musik zu haben und auch mal irgendwie einen Scheiß auf falsche Töne zu geben und einfach, dass die Energie zählt. Und ja, ich glaube, das ist das, was uns alle auch verbindet. Ich finde es super, dass die Länder wie zum Beispiel Sachsen-Anhalt in unserem Fall die Big Bands anbieten und man hat dadurch auch als Jugendlicher großen Kontakt und gute Möglichkeiten, den Jazz kennenzulernen und mit Größen zu arbeiten und so auch in kleinen Gruppen zusammenzuspielen und vielleicht auch erfolgreich zu werden und auf jeden Fall Spaß zu haben. Das ist super. Ja, es ist ein tierisches Gerät hinter uns, der Jugend Jazz Truck. Es ist ein Studio auf 3 Achsen. wahnsinnig coole Möglichkeit, Kombos wie uns auch professionelle Aufnahmen und Videoaufnahmen vor allem zu ermöglichen. Und es ist für uns ein großer Spaß gewesen und wir glaube, sind jederzeit wieder dabei. Wir freuen uns tierisch auf die Bundesbegegnung und auf alle anderen Bands. Das ist das Geilste. Kollektiv. Super geil. In Sachsen-Anhalt ist es uns gelungen, erstmal alle Musikschulen zu erhalten, auch nach der Wende. Und damit war die Substanz gegeben, dass wir auch in der Fläche weiterarbeiten können. Und trotz der verschiedenen Kreisreformen ist es auch wiederum gelungen, dass die Musikschulen selbst in ihrer Eigenständigkeit und an ihren Standorten erhalten blieben, sodass wir von einem flächendeckenden Netz erst einmal ausgehen können, was die von Land und Kommune geförderten Musikschulen angeht. Man muss wissen, dass zu DDR-Zeiten privater Musikunterricht so gut wie nicht stattgefunden hat. Und deshalb ist es wichtig, dieses Zusatzangebot auch aufzubauen. Es hat leider länger gebraucht, als wir uns das vorgestellt haben. Aber umso erfreulicher ist es jetzt, dass dieses ganze Spektrum jetzt sich in seiner Breite jetzt endlich darstellt, sodass wir für die Zukunft in Sachsen-Anhalt jetzt eigentlich auch ein sehr buntes Land auch in der Fläche erwarten können. Sachsen-Anhalt ist ein sehr flächiges Bundesland und es ist gar nicht so leicht, die Leute wirklich zu erreichen, die Lust auf Jazz haben und die Angebote, die wir bieten, auch tatsächlich an den Mann oder die Frau zu bringen, die eben Lust haben, Jazz zu machen. Die diesjährige Jugend-Jazz-Kombo besteht aus Mitgliedern des Landesjugend-Jazz-Orchesters und das ist ganz besonders toll, weil die sich in der Arbeitsphase des Landesjugend-Jazz-Orchesters haben die sich ein bisschen gefunden als Gruppe, haben entschieden, Mensch, wir machen richtig geil und gerne Musik zusammen
Und daraus ist diese Combo entstanden und die Idee, eben Stücke, auch Stücke tatsächlich, die wir im Landesjugendjazzorchester schon gespielt haben, als Combo zusammenzubringen und das jetzt eben auch vorzustellen. Das Besondere in Sachsen-Anhalt beim Landesjugendjazzorchester, was man wirklich erzählen kann, ist, dass wir kein klassisches Vorspiel machen, wie es in anderen Bundesländern oft der Fall ist. Wir haben einen Workshop, Making Jazz. Der findet einmal im Jahr, Ende September, in Kloster Michaelstein in Plankenburg im Harz statt. Und da haben wir die Möglichkeit, so von allen Altersklassen Jazzinteressierte kennenzulernen, die das Wochenende mit Dozenten da proben. Und wir schauen dann ein bisschen, was entwickelt sich über die Zeit, dass dieser Wettbewerbgedanke nicht ganz so vordergründig ist, sondern der Begegnungscharakter eben doch wichtiger ist. Ist irgendwie ein sehr, sehr schönes Format für Jugendjazz. Zukünftig für die Jugendjazz Szene oder überhaupt für den jungen Nachwuchs in Sachsen-Anhalt wünsche ich mir oder hoffen wir, dass wir als Landesmusikrat auch verstärkt die Vernetzung vorantreiben können. Der Jugend-Jazz-Truck ist eine ganz tolle Sache. Leider sind wir schon am Ende dieser Ausgabe des Jugend-Jazz-Truck angelangt. Aber um euch die Zeit bis zur Bundesbegegnung Jugend Jazz am 26. bis 29. Mai 2022 in Lübeck zu verkürzen, fahren wir noch viele Kilometer durch Deutschland. Immer unterwegs, um den Jazz in den Bundesländern zu unterstützen und euch viele interessante und großartige MusikerInnen zu präsentieren. Also dann, bis zum Mai 2022 in Lübeck. Dann endlich wieder live vor und auf der Bühne der Bundesbegegnung Jugend Jazz. Bis dahin, bleibt gesund. Euer Jugend Jazz Truck.